Wir haben jetzt auch einen Stadia-Account, wo ihr uns unterstützen könnt. Kommt in unserem Aufbau befindliche Discord-Community, profitiert von anderen Vorteilen und beeinflusst aktiv unsere Inhalte. Link dazu in der Videobeschreibung auf unserem Kanal oder auf Instagram. Und damit wünschen wir euch recht viel Spaß bei dem kommenden Video. Ganz herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast über Warhammer 40k und heute sehr viele grüne Dinge. Und bei mir ist der Oberboss Max. Guten Tag, Boys. Willkommen hier zu unserem unglaublich unterhaltsamen Podcast. Ich wollte gerade sagen, Eigenlob stinkt, Julian, das kommt bis hierher, aber nein, es ist tatsächlich nur mein Auflauf, der aktuell im Ofen ist und anfängt langsam vor sich hin zu verbrennen. Aber hey, ich mag große Dinge. Als du gerade Boys gesagt hast, musste ich, also wie du es betont hast, ich musste noch an dieses Meme denken. Kennst du dieses Yeah, Boy! Weißt du? Nee, tatsächlich nicht, aber hey. Oh mein Gott. Da bist du wahrscheinlich zu alt für, aber apropos Alter, ich wurde heute mal Fick wieder dich. auf Anfang 30 geschätzt. Das tat weh in meiner Seele. Ja, Jungspund, der ist ja nur 37. Und ich habe ja heute die typisch deutsche Reaktion auf den Podcast bekommen. Mit sowas verdient man Pass Geld. auf. Nein, besser. Wir waren, also ich war mit meiner Freundin, nicht mit meiner, mit einer Freundin war ich noch essen. Und da war noch eine Freundin von ihr dabei. Und wir haben da halt gesessen und haben uns unterhalten. Dann haben wir über den neuen Avatar geredet. Und ich habe mich dafür so begeistert. So, ja, ein Film ist ja mehr als nur Story, sondern auch noch das und das und das und das. Und er meinte, ja, ist ja toll, wenn sich jemand dafür begeistert. So, und medienaffin bist du ja anscheinend auch. Ich so, ja, na, hab ja auch einen Podcast. Und dann erstmal so, ein Podcast, Blick gehen runter. So richtig so judgy, weißt du, was ich meine? Und ich so, ja, haben ja schon so und so viele Folgen, verdienen damit auch Geld. Und auf einmal war so, ach, guck an, auf einmal war es wieder völlig seriös. Ey, wehe, du machst in Deutschland mal was aus Leidenschaft. Unser Werbepartner und unser allererster Werbepartner, den wir jetzt das erste Mal gewonnen haben, ist Taschengelddieb. Und der kommt direkt mit einem sehr coolen Code um die Ecke, nämlich 6% gibt's mit dem Code Warpdust auf alles im Shop. Also einfach auf die Website gehen, Warpdust klein eingeben bei eurer Bestellung und ihr spart 6%. Aber Max, das ist ja noch nicht alles, denn Wir haben abgesehen davon noch ein klitzekleines Gewinnspielchen, in dem ihr euch, also der Gewinner, sich ein HQ-Modell von Taschengeldtyp aussuchen darf. Dieses wird ihm europaweit zugeschickt. Es tut mir leid, meine lieben Schweizer. Selber schuld, wer lebt in der Schweiz? Selber schuld. Richtig, Entschuldigung. Ihr dürft euch eins davon aussuchen, welche genau das sind, werdet ihr nochmal in einem Instagram-Post erfahren. Also folgt uns auf Instagram, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten geht ihr einfach auf YouTube und dort gibt es eine Theorieklamox-Folge von Ra Endymion. Zu dem Zeitpunkt, wo die Werbung hier online geht, also bei unserer aktuellen Podcast-Folge, ist das nächste Video, was am kommenden Dienstag erscheint. Ansonsten einfach auf den Kanal gehen, da wird das schon sein. Ihr müsst einfach nur drei Bedingungen erfüllen, um jetzt direkt beim Gewinnspiel dabei zu sein, nämlich liked das Video, seid unser Abonnent und kommentiert, welches HQ ihr haben wollt. Und dann losen wir einfach aus. Und Max, die Frage ist jetzt natürlich, wie lange gilt denn der Code und wie lange ist das Gewinnspiel? Der Code geht genauso lange, wie das Gewinnspiel unterwegs ist, und zwar einen Monat. Genau, vom 15.01. bis 15.02. seid ihr direkt dabei. Also Code 6% Warp Dust bei Taschengelddieb und ansonsten einfach auf YouTube gehen, auf das Theorie-Klamox-Video über Ra Endymion und kommentieren, welches HQ ihr haben wollt. Ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß, viel Glück und auf jeden Fall würde ich sagen, Max, vielen, vielen Dank an Taschengelddieb, dass Sie bei dieser ganz, ganz coolen Aktion mitmachen, oder? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass Sie unser erster überhaupt Partner sind, die uns sowas ermöglichen. Und in dem Sinne, Ich freue mich. Leute, wünschen wir euch viel Glück. Viel Glück und viel Spaß. Furchtbar. Ja, das ist mein Opa auch immer so. Als ich gesagt habe, ja, hier, ich habe ich mache jetzt eine Ausbildung statt ein Studium. Mein Opa auch so sofort, ja, kann man da, was hat er gesagt? Nicht bezahlt, ist das gut bezahlt, sondern irgendwas in der Richtung von Verdienste da angemessen oder irgendwas in der Richtung. Anständig wahrscheinlich. Ja, anständig hat er nicht gesagt, nee. Aber ja, es ist irgendwie noch sehr in den Köpfen drin, dass man ja vor allem sehr, sehr viel Geld verdienen muss. Ich sag mal so, Ja, vor allen Dingen, aber ich man muss verdiene ja nicht auch sagen, schlecht.
Ja, in dem Das Job, ist ja, aber. genau, das ist ja der Punkt. Du hast ja mit Ausbildung heutzutage teilweise mehr Geld als in einem Studium. Vor allem, jein, vor allem aber, ja, aber auch vor allem schneller. Ich meine, stell dir vor, du machst jetzt eine Ja. Ausbildung, die meisten Ausbildungen gehen 3 Jahre, dann bist du nach 3 Jahren ausgelernt. Und je nachdem, wenn du nicht in einem Handwerk einen Beruf gelernt hast, der im Osten Deutschlands halt nach wie vor ab so beschissen bezahlt ist, also so mal ehrlich. Ja, ich habe viele Freunde im Handwerk. Ja. Ich, also, wenn ich teilweise sehe, wir machen hier 3 Jahre Ausbildung und so und sich dann teilweise für 1,3 bis 1,4 krumm und ich denke so, Ich Leute, erinnere da an unsere gemeinsame Freundin aus dem Lab. Ich will jetzt hier keine Namen nennen und so, ne? ey. Ja, Ich meine, absolut, die ja. verdient im Monat 300 € mehr und die ist ausgelernt. Und da war ich noch im ersten Lehrjahr. Ich meine, da kann doch Also, irgendwas nicht stimmen. die hat teilweise. Also die kriegt teilweise so viel ausgezahlt wie ich manchmal im Sommer bei meinem Nebenjob als Ja, und Student. ganz ehrlich, da frage ich mich doch, Alter, da stimmt doch was nicht. Ja, und dann hast du wieder, das muss ich jetzt mal, dann hast du wieder so, ich weiß, Leute, heute wird es gerade ein bisschen serious, aber muss man ja auch mal loswerden. Dafür ist ein Podcast ja auch da. Definitiv. Übrigens, Shoutout an den Typ, der auf YouTube rumgelabert hat. Wir würden immer so vom Thema abschweifen. Kollege, du hast das Prinzip von einem Podcast nicht verstanden. Richtig. Dann kommen so ein Idioten wie Friedrich Merz und labern die rum von wegen, das Bürgergeld ist zu hoch, arbeiten muss sich lohnen. Ja, arbeiten muss sich lohnen, aber es liegt nicht daran, dass das Bürgergeld zu hoch ist, es liegt daran, dass die Löhne zu niedrig sind. Richtig. Also, das ist ja auch immer so, wenn du dir hier so. Ich bin ja durch Familie ein bisschen auch in den höheren Industriekreisen und sowas mit ein bisschen involviert. Jetzt nicht, aber ich höre da halt sehr viel raus. Und vor allem auch den Gegenwind, den die kriegen. Es gibt da so ein paar Leute, die halt immer, wenn die Industriellen anfangen mit, ja, uns laufen die Arbeitskräfte weg, die dann so sagen: Jo, Doch. Leute, wenn ihr die anständig bezahlen würdet, dann würden die auch hier bleiben. Weißt du, das ist dann immer so. Dieser kurze Moment Stille. Ja, aber die Arbeitskräfte laufen uns weg, weißt du, so. Ja, keiner will mehr in einer Firma Richtig. anfangen, die Gen Z, bla, hat keinen Bock aufs Handwerk. Und ich denke mir so, also was ich jetzt von Freunden aus dem Handwerk mitgekriegt habe, also teilweise wirklich Schikane, dann, also wirklich so. Kurz vor Schluss noch angerufen werden, fahr mal an den Arsch der Ja. Welt, dann der Chef fährt einen mit kompletter Werkzeug, mit Ausrüstung an den Arsch der Welt. Wie oft habe ich Kumpels von irgendwo abgeholt, weil ja nach Feierabend können sie ja nach Hause von da aus und wir sind ja nicht ihr Taxi. Und dann stehen die irgendwo in einem Stadtteil, wo nichts fährt, mit einer Leiter, einer Werkzeugtasche, noch irgendwas, einem Bohrer und wissen nicht wohin. Oder. Ich hab einen Kumpel, der hätte, wenn wir die, also wenn ich und eine Freundin, die mich unter die Arme gegriffen hätte, der hätte zwischen Ausbildung und Berufseinstieg, der hätte auf der Straße gesessen. Der hat auch im Studentenwohnheim gewohnt, kam dann da raus, war neben seinem Job nachts noch Pizza ausfahren. Kann man sich ja ausrechnen, wie stressig das Die war. glaube ich. Und dann hat der Chef, weiß ich noch genau, ihm das Weihnachtsgeld gestrichen. Mit der Aussage, sein Ausbilder hätte gesagt, er hätte da und da mal Scheiße gebaut. Dann ist er zu seinem Ausbilder gelaufen, hat gefragt, was das Problem ist. Und der hat ihn angeguckt wie ein Bahnhof und die sagt, was? Warum sollte ich sowas sagen? Ey, du wirst einfach hängen gelassen. Das ist. Ja, also das. Ich habe jetzt auch eine Azubi-Kollegin aus dem ersten Lehrjahr bei uns, die fährt auch Pizza aus. Das war ziemlich lustig. Ich bin von der Schicht nach Hause gekommen und hatte einfach keinen Bock mehr zu kochen. Also, Nein, nein, jetzt kommen. kennst du ja, weißt du? Ich ahne, was Ich passiert ist. bestelle Ja, bei Freddy klar. Fresh, bestelle ich mir Pizza, weil die jetzt endlich auch mal ein Beste Eisleben Soße. aufgemacht haben. Keine Werbung. Ja, und dann steht sie plötzlich vor mir und wir gucken uns an, so, ach, ist aber schön. Also, ja. Witzig, ich habe deine Hackfresse vorhin schon gesehen, Ja, und das ja nicht, die jetzt? hatte zu dem Zeitpunkt Schule, aber das ist halt so, weißt du, die hat Berufsschule Ja. bis bei uns 13:30, dann ist die vielleicht 14:30 zu Hause und ja, dann geht's halt 15 Uhr oder so, geht's halt los mit Schicht, ne, bei ihr. Das ist halt schon Ja, da muss echt ich halt. traurig. Also, dass nicht, dass sie Du das hast. tut, sondern dass sie das tun muss. Ja, aber du hast ja auch so, das hat ja das schafft ja Deutschland und auch so unsere Gesellschaft immer super, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Du hast ja auch diesen ewig währenden Kampf zwischen studierten Leuten und Azubis. Und also auch mal so eine andere Lanze zu brechen, bevor ich jetzt hier den Hate auf mich ziehe, beides hat seine Berechtigung, definitiv. Aber ich finde halt auch ein Student, der, sag ich mal, also es kenne ich von vielen, die mit mir zum Beispiel studiert haben, die halt wirklich von 8 Uhr morgens bis nachmittags in der Vorlesung sitzen und dann sich noch über Nebenjobs teilweise bis 22, 23 Uhr durchschlagen plus lernen und so. Das ist halt auch ein Pensum.
weil halt alle Nebenkosten, alles wird immer teurer. Und du hast ja auch, also muss man auch so sehen, so BAföG zum Beispiel, du hast ja auch einen Druck, ne? Also du musst es ja in der, also habe ich gestern zum Beispiel erst einen Bericht so gesehen, dass es total, dass Regelstudienzeit totaler Quatsch ist, weil gerade mal 21% es in dieser Zeit abschließen. Richtig, das ist absoluter Bullshit. Also ich bin auch der Meinung, das BAföG-System ist eine ganz nette Sache. Das ist eine, also an sich ist es eine gute Idee, weil so kann halt auch jemand, der aus finanziell schwächeren Gebieten kommt, halt studieren. In der Theorie eben. Aber praktisch ist das so beschissen umgesetzt, dass Studieren nach wie vor ein Privileg der Reichen bleibt. Das ist einfach so. Und wenn ich mir Ich muss wenn halt ich leider in meinem Studiengang schon mich zustimmen, umgeguckt ja. habe, da ist keiner aus ich, also doch eigentlich Du hast keinen, also keiner du aus hast einer keinen aus einer Arbeiterfamilie. bitte? Hast du nicht. Du hast keinen aus einer Ja, Arbeiterfamilie. Hast du auch genau. nicht. Gibt's da einfach nicht, Also. weil das geht nicht. Also die können das nicht stemmen. Da verdienen die Eltern, gehen beide arbeiten, weil sie anders nicht über die Runden kommen, verdienen fürs BAföG-Amt zu viel Geld. Genau. Aber die können halt ihr Kind nicht unterstützen. Geht nicht, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Die können nicht mal ein Studentenwohnheim bezahlen. Das geht einfach nicht. Und das ist Das das ist halt ja das auch Traurige. sowieso, dass die auch so krass überzogen, also teuer sind. Und ich muss halt auch mal so sagen zum BAföG-System, also ich finde, also das klingt jetzt für manche Studierenden da draußen vielleicht ganz schwer, aber das ist jemand, der, wie ich habe Langzeit studiert, ich hab 11 Semester lange gemacht und so. Es gibt Studiengänge, wo ich sehe, dass man BAföG braucht, weil du schaffst es nebenher einfach nicht. Medizin. Und das ist so, ja, Medizin, ganz ehrlich. war mein erster Ja. Gedanke. Medizin, null Chance. Journalismus. Ey, Digga, sei mal ganz ehrlich, wenn du gerade Journalismus studierst, wir wissen beide, wie wir unsere Noten bekommen haben. Wir wissen es beide, wir müssen es nicht erzählen, aber wir wissen es beide. Aber auch sowas wie Maschinenbau oder was sehr Mathe-intensives, Ingenieursfächer, ja, alles in der Richtung. genau, alles. Da noch ein Nebenjob, das ist, du schaffst es nicht. Es gibt einen Grund, Und warum. also nicht mit einer Es gibt einen Regelstudienzeit, Grund, das kannst du warum vergessen. viele Medizinstudenten, ja, deren Eltern, also die sind Medizinstudent, weil deren Eltern irgendwas studiert haben, meistens auch irgendwas mit Medizin. Einfach weil die Das das ist Geld haben, so die sich das klischeehaft. leisten können. Klar, es gibt auch die Medizinstudenten, die das alles selber machen. Das will ich gar nicht sagen. Das ist, und Ey ich habe du, da mein echt Respekt Schwager vor. ist Arzt und sein Vater ist auch Arzt. Und seine Mutter Ja. auch. Also ich stimme dir zu, definitiv. Also wie gesagt, ich Aber habe da das. deswegen noch umso größeren Respekt vor denen, die Medizin studieren und nebenbei arbeiten gehen. Ich habe so ein paar Leute im Betrieb bei mir, die arbeiten als Notsan halbtags oder teilweise noch weniger, gehen vielleicht ja pro Woche eine Schicht oder zwei maximal und den Rest sind halt mit Studieren beschäftigt. Aber das ist halt auch schon echt krass, muss ich sagen, weil das sind halt immer noch, Ich. wenn du jetzt zwei Schichten gehst, das sind halt 48 Stunden, die du auf Arbeit hockst. Ich gucke ja gerade wieder Scrubs, weil das hat bei mir so Tradition im Winter. Und das erinnert mich halt an die Szene, an die Folge, wo Elliot sich von ihren Eltern abnabelt und dann auch anfängt abends in irgendeiner kleinen anderen Praxis zu arbeiten und so und das halt mega, mega anstrengend ist. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, um das Thema so zum Abschluss zu bringen. Wir sollten uns vielleicht, egal ob wir jetzt eine Ausbildung machen oder ob wir studieren, gar nicht so drauf konzentrieren, uns gegenseitig runterzumachen, sondern halt das, was beide Seiten leisten, halt auch schätzen und vor allen Dingen realisieren, dass wir beides brauchen. Wir brauchen definitiv die Leute, die draußen die Straßen bauen, die die Städte hochziehen, die unsere ganze Infrastruktur hochhalten. Aber wir brauchen auch die studierten Leute, die halt sowas, also was ihr gerade macht, zum Beispiel Spotify und Co. zu hören, in dem Fall. Die Infrastruktur wurde von einem Teil der Leute gebaut, aber das Ganze verwaltet wird von einem anderen Teil. Wir funktionieren nur zusammen und wir dürfen uns nicht, ich will jetzt nicht sagen, für den da oben, ne? Aber wir dürfen uns nicht von Leuten, denen halt mehr daran gelegen ist, uns zu spalten und uns gegeneinander aufzuhetzen, auseinandertreiben lassen, weil letztendlich sind wir alle eins und das ist im meisten Fall Arbeitnehmer, muss man halt einfach mal sagen. So, apropos. No, wegen meinem Schwager, ne? Oh Gott. Shoutout an Benedikt, liebe Grüße.
Du, der hat jetzt, also der versucht immer noch seit dem Videourlaub letzten Jahres, also fast ein Jahr her, zu verstehen, was wir hier machen. Wir saßen neulich auf dem Geburtstag meines Vaters und er guckt mich so an und sagt: Sag mal, worum geht's in deinem Podcast jetzt? Und dann habe ich ihm das Tabletop mal erklärt und irgendwann habe ich schon später hab ich zu ihm rübergeguckt und habe gesehen, wie er auf seinem Handy einen Wikipedia-Artikel von Warhammer 40.000 aufhatte. Ich finde es wirklich, also ich glaube nicht, dass er es hier jetzt hört, aber ich finde es sehr lobenswert, dass er da so dranbleibt. Aber es ist ja auch sauschwer zu verstehen für Leute, die da gar keinen Bezug zu haben. Ist Ne? es auch echt, aber ganz ehrlich, die wir heute behandeln, also die sind echt simpel auf den Und irgendwie auch ersten Blick, nicht. aber dann halt auch wieder nicht. Aber ich denke, sie sind Es doch geht. recht einfach zu verstehen, weil ihr Leben besteht im Ja. Grunde genommen aus Essen, Leuten aufs Maul hauen und ja, das war's eigentlich schon. Eigentlich lässt sich das in einem einzigen Wort zusammenfassen. Ich weiß genau, welches dieses Wort ist. Ja, I've done it. Meine Nachbarn hassen mich. Okay, Leute, es geht um Orks, Quarks und andere grüne Dinge, weil wir hatten ja letzte Woche Timeline Folge 1 und ihr habt ja die Quarks kennengelernt, diese überkrasse Kriegerrasse, also so nebenher, die Vorläufer der Orks. Vielleicht macht man da irgendwann nochmal ein Special zu den Quarks, auch wenn es nicht so mega viel hergibt. Das sind ja die Vorläufer der Orks. Ja, Max, bevor wir jetzt hier einfach mal anfangen loszulabern. Ich gucke hier auf meine ganzen Notizen, habe vollkommen Überblick verloren. Wie machen wir heute unsere Struktur? Wer fängt an? Wer legt los? Wir sind uns immer noch Wer nicht macht ganz Käse? einig, wer jetzt eigentlich loslegt und wie wir das machen. Aber im Grunde genommen, ihr wisst ja, wir teilen das immer so ein bisschen ein. Julian wird euch ein bisschen was über die Gesellschaft und die verschiedenen Truppentypen der Orks erzählen, weil Gesellschaft und Truppentypen, das hängt so bei denen eigentlich ziemlich zusammen, weil das ist halt eine Rasse, die ist nur für den Krieg gemacht. Und ich erzähle euch danach später noch etwas über das Lieblingswort der Orks und ihr Level-Up-System. Sage ich, nenne ich das mal. Finde ich übrigens sehr nice, diese Sache. Und ich würde einfach mal starten, Julian, mit ein bisschen der generellen Erklärung zu den Orks, was die so sind, wo die herkommen und warum die eigentlich eine ziemlich heftige Sache sind. Wenn du da nichts dagegen hast, Würde natürlich. ich, habe ich kein Problem, aber ich will noch ein Zitat Oh bringen. Gott. Gut. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir, wa? Wenn wir fliehen, dann kommen wir wieder. Und wenn wir sterben, dann zählt das nicht, denn sind wir nämlich dort. Deswegen verlieren Orks nicht. Alter, warum hat dein Ork einen Berliner Akzent? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, weil der Orks so ein Norddeutsch, nee, nicht Nordengland-Akzent sprechen und ich ihn im Deutschen nicht kann. Mann, Alter. Gut. Also. Steht übrigens so wirklich im Internet, also mit Wach und sonst wie. Aber dann lässt mal los, mein Freund. Also, was ist ein Ork? Ein Ork ist im Grunde genommen ein großer, grüner Humanoide mit einem Quadratschädel und extrem fetten Zähnen und sehr viel Muskeln. Die Orks wurden geschaffen, wie Julian schon gesagt hat, als damals Krork von den Old Ones oder von den Alten. Die haben die nur dazu erschaffen, um gegen die Nekrontyr zu kämpfen, oder die Nekrons waren sie damals zu dem Zeitpunkt dann schon. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, ja, ist diese Rasse, die man halt nur für den Krieg gemacht hat, auch recht gut darin. Ja, wenn sie vom genetischen Level her nur darauf ausgerichtet ist, irgendwas zu töten. Jetzt habe ich mich gerade. Oh, fuck. Entschuldigung. Ich gerade meine eigene Spucke verschluckt. Widerlich. Wäre ich jetzt ein Ork, würde ich dich jetzt erschlagen oder dir eine reinsemmeln und dein Teil übernehmen? Genau. Also im Grunde genommen, die sind nur darauf ausgelegt, halt schlecht, also schwer zu töten zu sein und viel Schaden auszuteilen. Also im Grunde genommen besteht dieser Ork nur aus extrem dicken Knochen, Muskeln und einer sehr hohen Regenerationsfähigkeit. Ach so, und sowas wie Schmerz kennen die kaum. Also du kannst dem den kompletten Arm wegballern, das interessiert den Ork nicht. Das ist dem scheißegal. Also einen Ork foltern wird schwierig mit konventionellen Mitteln. Weil der merkt das einfach nicht. Weil, wozu? Ganz Ich ehrlich, freue mich brauchst du jetzt schon auf nicht. die Pain Boys. Ja, die Typen generell, wenn eine
eine Ork-Invasion eines Planeten erfolgt, dann passiert das meistens, indem entweder Ork-Sporen auf den Planeten gelangen, weil irgendeiner zu dämlich war, sich die Hände zu waschen. Oder ein Ork-Schiff, also ich möchte es eigentlich weniger Raumschiff nennen, ja, aber sowas in der Richtung landet, in Anführungszeichen, landet auf dem Planeten. Also sprich, es stürzt da drauf ab. Also irgendwas fällt vom Himmel und solange irgendwas in diesem irgendwas überlebt, was orkisch ist, sind sie gelandet. Das Ding ist halt, die müssen an, also der Ork-Organismus an sich muss nicht mal überleben. Es muss nur ein Teil von dieser Algen- oder Pilzspore da drin überleben. Denn die Orks sind eine Kreuzung oder halt ein Symbiont-Organismus aus einer tierischen Zelle, also aus einem tierischen Teil und einem, ich würde mal sagen, Pilz. Pilz, Alge, sowas in der Richtung, das ungefähr. Einer Spore. Genau, einem Sporenbildner. Oh, sag mal, was passiert denn eigentlich, wenn ein Tyranniden auf einem Ork-Planeten landet, abgekoppelt wird von seiner Schwarmflotte und dann da sich so Sporen und Ork, also gibt es Ork-Tyrannide oder Tyranniden-Orks? Da habe ich letztens tatsächlich ein ganz lustiges Bild gesehen von Jeans-Stealern, die halt, also das waren halt Ork-Jeans-Stealer. Achso, ich dachte, die klauen Hosen. Genau. Stehst du bei die Jeans-Stealer? Ja, ja, dafür verprügel ich dich und reiß dir deine Zähne raus. Und kauf mir davon eine geilere Waffe. Nein. Ja, mach's aber schnell, sonst zerfallen sie. Ja, ich weiß. Da gab's ein ganz lustiges Bild. Also, da stand irgendwie drunter, Gotta steal your jeans, boys, oder irgendwas in der Richtung. Das war so geil. Weil du halt so vierarmige Orks hattest und halt Jeans-Stealer mit Ork-Köpfen. Total geil. Das Ding ist, also es muss ja theoretisch Orks Tyranniden-Orks geben. Ja, richtig, weil also, das ja passiert weil ist. Weil die haben ja, genau, in dieser furchtbar, meine absoluten Hassfolge von uns, auf diese, also einfach nur wegen der Qualität. Ja, aber man kann sagen, wie der tolle Tonqualität. Ja, scheiße, aber da haben ja, also Tyranniden wurden in den Ork-Imperium gelenkt und jetzt ist die Lore so aktuell, dass sie das Ork-Imperium jetzt tatsächlich geschlagen haben und wir sind alle gespannt, was da mal rauskommt irgendwann. Richtig, ich bin gespannt. Aber es wird grün sein. Höchstwahrscheinlich. Also, Ork-Spore landet auf Erde und dann hast du im Grunde genommen wächst dann unter der Erde etwas, was ja an Myzel erinnert, also ein Pilzgeflecht. Und unter der Erde wachsen dann Ork-Organismen, die sich dann irgendwann rausbuddeln und eine Gesellschaft dort aufbauen, wenn sie nicht direkt mittels flüssigem brennenden Prometheum wieder in den Kreislauf, in den Stoffkreislauf des Planeten zurückgeführt werden. Aber biologisch sind diese Typen echt krass, weil du kannst ihnen einen Kopf abhacken. Und dann nimmst du diesen Kopf und nähst ihn an einen anderen Ork wieder dran und der wächst an und der Ork, der aus zwei Ork-Teilen besteht, kann halt weiterkämpfen. Also das ist für Orks absolut kein Problem. So, bevor ich jetzt mal weiter vorgreife, Julian, ich habe ja gerade eine Ork-Gesellschaft erwähnt. Bitte erkläre uns, wie diese irren grünen Manneken in einer Gesellschaft funktionieren. Okay, das wird jetzt gut. Also Orks, ihr kennt mich, ich hau jetzt nochmal zu seinem allgemeinen Teil ein bisschen was dazu. Natürlich. Gut, man muss jetzt sagen, dass von einer kleinen Enklave bis zu einem Ork-Imperium die Orks alles haben. Also die Besitztümer sind so vielfältig, wie Orks grün und gewalttätig sind. Ne? Sie bringen auf jeden Fall ihr kriegerisches Ökosystem überall hin, es ist egal, wo Orks sind, die können sich überall was aufbauen. Also, ich meine es jetzt mal so, die haben sie schon auf normalen Planeten Yipsi und da sind sie ein Problem, aber auch in extremen Umgebungen wie Todeswelten, neugeborene Planeten, die immer noch vulkanische Aktivitäten haben, oder sie leben auch auf drucklosen Kadavern verlassener orbitabler Plattformen und da gedeihen sie sogar. Es wurden auch Horden von Orks gefunden, die auf treibenden Eisschollen leben, bestrahlten Asteroidenfeldern in gefährlicher Nähe von aktiven Sternen, korrosiven chemische, also in Sümpfen mit giftigen chemischen
Düften, sag ich jetzt mal, auf ausgebombten Planeten, die von einem Exterminatus getroffen wurden. Grundsätzlich, also grundsätzlich sind der Orks wie so Löwenzahn, ne? Also hast du Löwenzahn, gibt's einen Boden, dann wächst der. Gibt's eine Oberfläche, kann da ein Ork auch rennen. Es gibt sogar ein Wadenmeister-Theorem. Kennst du das? Nein, tatsächlich nicht. Wann der Meister-Theorem? Das ist ein Inquisitor gewesen. Wadenmeister und ach, nee. Nee, ich hab's falsch ausgesprochen. Also, der Wandenmeister-Theorem besagt, dass die Grünhäute eigentlich eine alternative Realitätszone bewohnen und dort, wo ihre Art bereits Krieg führt, einfach voll ausgebildet durchfallen. Also, die hauen sich irgendwo in ihrer Realität und dann geht ein Tor auf, theoretisch plopp, und dann ploppen die in unserer Welt auf. Das ist natürlich alles Quatsch, Zwinker. Ich würde es den Orks aber zutrauen. Man kann sich grundsätzlich sagen, beziehungsweise eine Sache merken, wo ein Ork, da ist ein zweiter nicht weit. Ne? Ja, oder dauert zumindest nicht lange, bis er da ist. Genau, denn eine zerlumpte Bande von Orks, denen es erlaubt ist, Trümmern ihres Raumschiffs zu verwerten oder aus diesen Trümmern zu entkommen und sich in der Unterwelt von einer imperialen Stadt zu verstecken. Also da können drei Orks abstürzen. Ja, innerhalb von einer Sonnenwoche hat das mit einer Horde mörderischer Wilder zu tun, die halt, aus einfach ihrer Natur von unten heraufkommen und alles weg erobern und vor sich herfegen, was geht. Ja, so, kommen wir mal zur Sozialstruktur. Man kann einfach sagen, Orkstädte und generell Orks sind extrem hierarchisch geregelt. Wichtig sind dabei Größe und Wildheit und der Grad der Grünheit. Tja, das ist kein Witz. Size does matter. Genau, kleinere Grünhäute dienen im Tausch für Schutz größeren und dabei löst sich alles durch Gewalt. Also wirklich alles. Gewalt ist fast eine Sprache an sich. Ich habe Hunger, dann baller ich dir ein und du gibst mir was zu essen. Zum Beispiel, theoretisch. Orks sind nicht schlau, also so gar nicht. Strategie ist in ihren Augen sogar dumm. Sie sagen sogar manchmal, Menschen machen keinen Sinn, weil sie sich einen Plan machen. Sie leben in Clanstruktur und ihre Lebensweise ist halt relativ einfach und gerade wie eigentlich alles bei Orks. Sie denken halt weder übers Warum noch übers Wie nach und ja, also so Fragen, warum wir jetzt hier stehen und warum wir jetzt dem Umi aufs Maul hauen, das ist nicht bei Orks. Sie machen es einfach aus Instinkt, fühlt sich einfach richtig an. Und so kommt es dann zu einem endlosen Gewaltkreislauf und Eroberung. Das Verrückte daran ist, das funktioniert echt gut. Wer stark ist, hat recht, klappt in der Ork-Gesellschaft. Weil Max später noch erklären wird, wie die Dinger funktionieren. Orks gehorchen instinktiv dem größten und grünsten Ork und die nennt man dann Warbosses oder Warlords. Das ist ein bisschen schwierig. Also so ein Warboss ist immer schlauer, aber auch stärker als der Rest, nutzt aber trotzdem immer Gewalt, um nach oben zu kommen. Man könnte jetzt auch sagen, er ist schlauer, weil er stärker ist als der Rest. Also umso größer ein Ork wird und besser eine Horde gestellt ist, sage ich mal, umso mehr wächst irgendwie auch seine Intelligenz. Das Ding ist halt, du kriegst halt mit jedem Level up, bekommst du halt auch noch plus 1 auf Intelligenz. Oder generell plus 1 auf jeden Start. Genau. Unter diesen Orks stehen die sogenannten Nobs. Das ist so eine Kaste von Bodyguards und Schlägern. Die sind größer, reicher und stärker als alle anderen Orks und erinnern sie auch immer dran. Kann auch sein, dass so ein Nob irgendwann den Warboss oder Warlord mal herausfordert, ihm eins aufs Maul haut und dann Boss ist. Kann auch sein. Der größte Teil der Horde besteht aus Mobs, die man auch Boys nennt, also mit Y und Z geschrieben. Es gibt auch Clans, die einfach die Feinde nur mit Boys überrennen. Dabei muss man wieder sagen, und das kann ich nicht oft genug sagen, Orks sind dumm. Die werden halt nur erfinderisch bei Krieg. Selbst ein normaler Boy oder ein großer Ork so sind halt abseits vom Schlachtfeld relativ nutzlos. Der größte Teil des Tagesablaufs von einem Ork-Tag, sag ich mal, oder der ganzen Ork-Gesellschaft besser gesagt, wird von den Gretchen geregelt. Das sind so kleine, koboldartige Viecher, die sehen halt einfach aus wie Goblins. Ja. Und ja, ihre Aufgabe ist das Zubereiten von Essen und das Entgegennehmen von Nachrichten, das Herumschleppen von Sachen, die allgemeine Organisation und einfach das Erscheinen an einem Ort, wenn ein Ork etwas zum Treten will. Und das gibt den Orks halt sau viel Zeit, um sich aufs Wichtige zu konzentrieren. Also herumlaufen, sich präsentieren, sich aufs Maul hauen und neue Wege zu finden, um Dinge zu töten. Weil darin sind sie ziemlich gut und das machen sie auch ziemlich gerne. Oh ja. Und tatsächlich sind die Gretchen echt glücklich in ihrer Rolle. Sie sind Orks und ihren Tritte und Schläge einfach eine Tatsache im Leben. Das gehört einfach dazu, wie es atmen.
Und man muss sagen, das Infragestellen von diesem natürlichen Kreislauf führt im besten Fall zu einem Tritt, im schlimmsten Fall zu verfrühtem Ableben. Tatsächlich können Gretchen abseits der Orks ein relativ angenehmes Leben führen. Also sie haben viele Nebentätigkeiten. Manche machen Pilzbier, betreiben Märkte, rüsten Squigs oder koordinieren ganze Wettbüros. Also man könnte sagen, dass in der Gesellschaft eine relativ eigene Gretchen-Gesellschaft existiert. Parallelgesellschaften sozusagen. Genau. Die aber, die sind voll fein damit. Das ist richtig gut. Das ist so Ghetto-Bildung in Reinform, aber wirklich in reiner, richtig guter Form. Weißt du, wie Orks bezahlen? Ja, tatsächlich weiß ich das und ich finde das großartig. Mit Hau raus. ihren Zähnen oder nicht mit ihren Zähnen, sondern mit den Zähnen, die sie anderen Orks ausgeschlagen haben. Und das Geile ist, diese Zähne verfaulen relativ Fallen. schnell. Es gibt trotzdem Orks und ich reite mich jetzt nicht in die Scheiße, indem ich den Namen des Orkstammes nenne, weil ich mir nicht mehr sicher bin, welche es sind. Es gibt trotzdem welche, die sind überdurchschnittlich reich, das heißt, die hauen überdurchschnittlich vielen Leuten Zähne aus. Und nur mal so zur Ork-Genetik. Dieser Stamm ist so bescheuert, denen wachsen genetisch schneller Zähne. Das ist wie wenn du ein Geizhals wärst und dein Geld fängt an, sich zu verdoppeln von Ab einer alleine. gewissen Geldmenge tut es das ja auch. Ja, und jetzt solltet ihr deswegen hier investieren bei. Nein. Oh Gott. Das wäre, Alter, Oh der Gott, ganze Alter. Podcast war nur ein Aktienscam. Also, die Struktur von so einem Orks ändert sich aufgrund ihrer Natur ständig. Also, ich muss jetzt auch mal sagen, alles, was wir hier erzählen, ist immer nur, es gilt bei Orks nur Folgendes. Kann so sein, kann in 99% der Fälle sein, muss aber nicht. Kann jeder immer noch mal ein bisschen anders machen, weil Orks, die lassen sich nichts sagen, auch nicht mal von sich selbst. Also, man nennt, also die Orks sprechen immer von einem Trupp. Das Ding ist, das können 4 Orks sein, das können aber auch 100 sein. Mehrere Scharen, sagen wir, oder mehrere Trupps bilden dann einen Stamm, die von einem Warboss geführt werden. Über ihm steht halt der Warlord. Alle Orks gehören einem Stamm an, aber manche gehören noch zu dem Clan. Das ist ein Unterschied. Also Clans benutzen gleiche Farben, Glyphen und Bewaffnung und ein Ork-Clan ist halt eine riesige Gruppe von Grünhäuten, die eine beständige philosophische Sichtweise auf das Leben teilen. Was heißt, ich stehe einfach mega, mega geil drauf, auf dem Bike rumzufahren, dann packe ich mich an ein Ork-Clan, der halt darauf steht, also zum Beispiel die Evil Suns. Oder, yo, ich stehe halt auf was ganz anderes, also auf Snipen und so ein Kram, dann gehe ich halt zu einem anderen, ich komme an die Death Skulls oder so. Also die Ork-Clans kriegen irgendwann alle nochmal eine eigene Folge. Die sind so Ach abgefahren. so, ja, Also, großartig. das Verrückte ist, in einem Stamm oder in einem War, sag ich mal, oder einer Kriegsschar können halt immer mehrere Stämme vertreten sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Clan eine Du echte hast das Wort Gemeinschaft falsch ist. ausgesprochen. Was habe ich falsch Es ausgesprochen? heißt Wah und nicht Wah. Mein Arme steht Programm, diese Also Übersteuerung jetzt ich sehe das gerade rauszunehmen. nur, also ich habe sonst so einen normalen Ausschlag halt in meinem Audioprogramm und hier Ja, ich will komplett nicht. übersteuert. Deswegen gibt es ein. Das heißt nämlich eigentlich. Boah! Das ist gerade Ja. abgeschnitten gewesen bei mir, ich will das hören. Das mache ich aus Absicht nicht. Man könnte natürlich auch hier die Space Marine 2 Sounddatei reinschneiden. Keine Nein, Ahnung. wenn dann bitte hier aus Shooters Blood and Thief. Ist es besser? Ja. Also für mich ist Orkisch immer noch dieses, wenn du in der ersten Space Marine Space Mission auf. Marine. Get off my ship, Space Marine! Dann, dann, dann! Ja, Mann. Also zurück zu Clans und dem ganzen Quatsch. Also wie gesagt, nicht eine echte Gemeinschaft, die sind halt überall auf der Galaxis und Stämme bilden sich dabei ständig neu oder brechen wieder auseinander. Clans sind da halt so ein bisschen dauerhaft. Also es kann halt sein, dass wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir sind jetzt eine Gruppe Speedfreaks und wir sind halt voll dabei, mit unseren Buggies und Fahrrädern und all dem Scheiß da rumzuheizen. Und finden wir alles total geil, aber unser War bringt es nicht mehr, unser Boss wird erschossen. Naja, dann ziehen wir halt mal weiter und schließen uns einem anderen Stamm an, Ja, die jetzt valide. auf. Ja, also wir bauen was zusammen, was uns irgendwie hochschießt. Davon geht die Hälfte von uns drauf, dann krachen wir irgendwo runter. Die andere Hälfte geht dabei vielleicht noch drauf. Zwei überleben, der Rest der Sporen ploppt dann wieder auf. Und irgendwie haben wir schon wieder vergessen, warum wir hier sind. Aber da vorne ist eine Umi-Siedlung, da fahren wir jetzt erstmal hin.
Und eben war das halt noch ein Wald, jetzt ist das halt eine Berglandschaft mit Areal. Also, wie gesagt, also ein Orkstamm enthält halt normalerweise so Orks aus verschiedenen Clans. Wenn also verschiedene Stämme gegeneinander kämpfen, das kommt nämlich auch vor, die hauen sich nämlich auch aufs Maul, finden sich manchmal sogar Orks gegenüber anderen Orks, die halt vom gleichen Clan sind. Und das ist für die ganz normal, da die Treue von einem Ork gilt halt eher seiner eigenen Kriegsschar oder seinem Stammeskriegsboss als seinem Clan, also Clan, nicht Clan. Also die können halt sagen, ja, du fährst gern Motorrad, ich auch, trotzdem hau ich jetzt den Kopf runter. Mhm. Aber auch es gibt zwar eine riesige Rivalität zwischen den Jungs, aber wenn jetzt ein Stamm einen anderen besiegt, dann schließen die sich sehr gerne dem anderen an, weil die haben ja jetzt bewiesen, die sind stärker und zusammen können wir ja noch mehr erreichen, weil, guck mal, der Typ war schon so krass, unserem Boss aufs Maul zu hauen, also können wir doch zusammen wahrscheinlich noch mehr Leuten aufs Maul hauen, weil die sind zwar krasser als wir, aber wir sind ja auch ziemlich krass. Und am Ende gilt halt eine große Maxime in der Ork-Welt, im Zweifelsfall alles hauen, was nicht grün ist. Ja, das ist immer gut. Man kann auch sagen, so ein Warlord oder ne, der kann nicht überall sein in so einer Horde. Das heißt, die Horde unterteilt sich ungefähr in 100 Orks, je Warboss, die das dann führen. Und jede Horde hat ungefähr so eine Schar. Jede Horde hat einen Kern von Ork Boy Infantry. Also, das sind einfach Jungs, die haben meistens einen Shooter, also eine Knarre und einen Chopper oder einen Slugger, also so ein Riesenmesser oder so eine Axt und damit hauen sie alles weg. Und dabei schließen sich dann halt Gleichgesinnte zusammen. Die sind halt eher so wie so eine betrunkene Horde Fußballfans, worauf sie übrigens basieren. Und es kann halt einfach sein, dass die Horde dann eine bestimmte Ausrichtung annimmt. Also jetzt Tech-basiert, Nahkampf-basiert, keine Ahnung. Artillerie, Mechs, Bikes, je nachdem, worauf die Orks halt abfahren in dieser Kriegsschar. Und dabei sind die weitverbreitetsten Stämme, die also so am meisten reißen. Es gibt natürlich unglaublich viele. Aber die wichtigsten und bekanntesten sind die Bad Moons, die Blood Axes, die Death Skulls, die Evil Sons, die Goths und die Snake Bites. Und die meisten Kriegsscharen, oder Wars besser gesagt, enthalten Vertreter von mindestens einem, wenn nicht allen dieser Clans bzw. Stämme. Gut, in dem Sinne, ich bin jetzt erstmal durch, bevor ich zum Teil mit den Odd Boys weitergehe. Außer ich soll Detail auch noch erklären, jetzt sofort. Was sagst du? Ich kann hier natürlich auch erstmal weitermachen, ne, mit dem Level-Up-System. Na, dann level mich mal ab. Also, pass auf. Level-Up-System, was meine ich damit? Julian hat ja vorhin noch was angesprochen, dass Wissen in den Genen von diesen Dudes steckt. Und damit hat er gar nicht mal so Unrecht. Es gibt tatsächlich ein Tech-Gen, oder zumindest wird das von dem Adeptus Biologus so beschrieben. Also irgendein Gen in deren Genom, das nach und nach Wissen freischaltet über Technologie oder generell über alles Mögliche. Die Ork-Sprache ist die Galaxis weit gleich oder annähernd gleich. Denn so ein Ork hat, wenn er halt das erste Mal die seine hübschen roten Äuglein aufmacht, sofort das Wissen über die Ork-Sprache drinne, das Ork-Sozialsystem und wie er anderen Orks aufs Maul haut. Also der muss nicht irgendwie erzogen werden oder irgendwas, sondern der findet sich sofort in der sozialen Hierarchie der Orks zurecht. Was schon echt krass ist und auch echt sinnvoll, wenn man darauf, wenn man halt zurückdrängt, wieso und wie die eigentlich gebaut wurden. Weil dann musst du erst nicht Zeit damit verschwenden, dein Mitglied der Gesellschaft zu sozialisieren, sondern der kommt direkt raus, weiß, wie alles funktioniert und kann direkt irgendwelchen Leuten aufs Maul geben. Das ist halt effizient. Das ist echt gut. Dieses Gen schaltet aber noch weitere Sachen frei. Und zwar, ihr müsst euch so vorstellen, die Orks, die funktionieren wie in einem RPG. Ich finde, also das ist eigentlich die beste Beschreibung dafür. Je länger ein Ork wächst, je länger ein Ork lebt, desto größer wird er. Also der hört nicht auf zu wachsen, sein komplettes Leben lang. Und wenn er dann gleichzeitig noch andere Leute verdrischt und das auch noch überlebt, also gewinnt etc., dann wächst er schneller. Dann kriegt er quasi fettere Muskeln, wird größer etc. Und
Er kriegt, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit jedem Level up plus 1 auf Intelligenz. Also der gute Ork wird auch schlauer. Und nach wird halt so von diesem genetischen Wissen ein bisschen was freigeschaltet. Aber jetzt halt nicht alles, also und in jeder Kategorie, sondern, das wird Julian gleich noch erklären, es gibt verschiedene Spezialisierungen. Die sind dort auch mit drinne implementiert. Und nach werden halt, je nachdem, wie groß die Ork-Truppe ist oder wie groß halt dieser War ist, ich werde jetzt mal nicht wieder in mein Mikrofon brüllen, ich will das einfach nicht kaputt machen nochmal. Je nachdem, wie groß dieser War ist, desto mehr von diesem genetischen Wissen wird halt freigeschaltet. Also es kommt nicht nur aufs Individuum an, wie groß, stark und heftig dieses Individuum ist, sondern auch, wie groß, stark und heftig die Truppe ist drumherum. Also wenn du nur zum Beispiel 5 Orks hast, dann sind die halt auf dem Niveau von Steinzeitmenschen. Also haben Knüppel aus Holz und schmeißen Steine. Sind wir jetzt bei 5000 Orks, das sind übrigens alles nur so irgendwelche ausgedachten Zahlen, damit ihr eine Vorstellung habt davon. Sind wir jetzt bei 5000 Orks, dann sind wir so auf Mittelalterniveau. Also die können schon Häuser bauen. Es gibt die ersten Runtherds, also die Squeaks farmen. Es gibt vielleicht auch den ersten Mechboy, der halt nicht Mechboy heißt, sondern halt aber halt mit Metall arbeiten kann. Und es werden jetzt halt keine Clubs, sondern Choppers benutzt, also irgendwelche Dinge zum Zerhacken. Und wenn. Nur mal so, kennst du das, was passiert, wenn Orks auf einer Feudalwelt landen? Nein. Reiten Sie Squigs? Besser. Orks landen auf einer Feudalwelt. Also für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine, eine Feudalwelt ist eine Welt, die einfach so mittelalterlich unterwegs ist. Ist Informiert so zum euch Beispiel die gefälligst Dark über Angels. das, was ihr hört. Das ist richtig. Aber die Dark Angels zum Beispiel, die feiern solche Welten, die rekrutieren davon. Dann kommen die Orks da runter mit Knarren und allem. Und dann schlachten die wahrscheinlich erstmal die drei, vier größten Heere ab, finden aber raus, das ist scheiße langweilig und die Menschen benutzen irgendwie nur Lanzen und Schwerter und so einen Scheiß. Dann bauen sie sich aus ihrem Schrott Rüstungen zusammen und degenerieren praktisch aufs Mittelalter-Level Genau, das zurück. kann auch passieren. Also je nachdem auch, was so der Gegner ihnen entgegensetzt, desto das spielt halt da auch eine Rolle. Und wenn wir dann sagen, wir sind bei 5 Millionen Orks, dann sind wir so auf dem Niveau vom Ersten Weltkrieg, ne? Also man hat dann so Maschinengewehre etc. Also das nur damit ihr halt so ein Gefühl dafür kriegt. Es kommt halt immer drauf an, wie viele Orks auf einem Haufen sind. Denn je mehr Orks auf einem Haufen sind, desto mehr War-Energy oder Energy. Alter, ich kann nicht mehr reden. Energie, War-Energie akkumulieren die. Das bedeutet, also was ist War eigentlich? Die Orks nennen eine ganze Menge Dinge War, weil es einfach ein simples Wort ist und man es. Du kannst es für alles Mögliche benutzen. Du kannst es für einen großen Feldzug benutzen. Du kannst es für Energie benutzen. Du kannst es sogar als Kriegsschrei benutzen. Das ist total geil. Also, es ist ein super Wort für die Orks, ja? Ist großartig. Es heißt halt nur Krieg, aber bedeutet an sich, ist eigentlich eine komplette psychologische und philosophische Zusammenfassung ihres gesamten Lebens und ihrer Welt, Richtig. ja. Und ich nutze ja immer so als primäre Quelle am Anfang erstmal so das Warhammer 40k-Wiki. Und da gibt es so eine geile Beschreibung. Und zwar, also ich habe das Englische benutzt, also ich übersetze es euch gleich. Da steht: Such a war is a cross between a holy crusade and a pub brawl with a bit of genocide thrown for a good measure. Und das ist eine so geile Beschreibung. Also ihr habt im Grunde genommen eine Kreuzung aus einem Kreuzzug und einer Kneipenschlägerei mit einem klein bisschen Genozid mit drinne. Und das beschreibt halt das Prinzip Jeden War. Dienstag, jeden Dienstag Nacht von mir. Prima. Richtig. Ja. Also das beschreibt halt einen War unglaublich gut. Also der Grundgedanke eines Wars ist einfach nur ein fetter Feldzug oder halt. Feldzug kann man das nicht nennen. Feldzug impliziert Strategie. Man nehme ganz, 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 ganz viele Orks mit einem ganz, ganz großen Ork an seiner Spitze. Und die rennen von Planet zu Planet und schlachten dort alles ab, was ihnen in den Weg kommt. Das ist ein War. Und ein War hat jetzt nicht irgendwie das Ziel, Territorium zu erobern oder so. Nein, in einem War geht es einfach darum, Dinge zu töten und Dinge kaputt zu machen. Und das
können die Orks halt ziemlich gut. Und das ist der einzige Lebenssinn dieser Orks. Das ist ein Wah. Aber Wah ist auch noch eine Art Energie. Wir wissen ja, dass die menschlichen Emotionen etc. im Warp Spuren hinterlassen. Und auch das passiert auch bei den Orks. Nur bei den Orks manifestiert sich das halt nicht direkt im Warp, sondern in Form von Wah-Energie. Mit dieser Wah-Energie, je nachdem, wie viele Orks es so gibt, akkumuliert sich das immer wieder. Und das, je mehr Wah-Energie da ist, desto weiter entwickeln sich die Orks, desto intelligenter werden sie. Wenn du irgendwann genug Wah-Energie zusammen hast, werden quasi weitere Spezialisten freigeschaltet, sage ich das mal. Also, weißt du, so eine weitere Klasse freigeschaltet, die es ist halt wirklich wie so ein. Es ist ein RPG! Ja, die ganze Rasse ist ein fucking RPG und ich liebe das an diesen Orks. Ganz ehrlich. Das Einzige, was die halt von allen anderen Warhammer-Fraktionen unterscheidet, die bauen Basen, die bilden Leute aus. Nein, Orks sind einfach, die spielen Total War Warhammer 40.000 ja. mit Basenbau. Richtig. Also die Orks bauen schon Strukturen auf etc., das machen die durchaus. Ja klar, aber die werden jetzt nicht krasser, weil sie da eine krasse Kaserne haben, die werden einfach krasser, weil sie mehr aufs Maul bekommen das haben. Lustige die leveln sich ja, wirklich das ab. Das Lustige ist ja, dass es tatsächlich mal ein paar Orks versucht haben, das wie die Umis zu machen und Leute auszubilden. Die haben aber relativ schnell festgestellt, dass es überhaupt keinen Spaß macht und haben dann die Kaserne zerlegt. Insofern, ja, das sind Orks. Es gibt auch eine, weißt du, dass Orks in die Pubertät gehen? Nee, tatsächlich nicht. Also, Leute, das ist jetzt hier wirklich gefährliches Halbwissen. Ich weiß nämlich nicht, wie die Fachbezeichnung von denen ist. Aber es gibt Orks, die gehen durch eine Pubertät und die begehren dann gegen ihre Älteren auf. Übrigens, Orks sind alle asexuell und Männer. Diese Orks fangen an, sich taktisch und ordentlich zu kleiden. Die fangen an zu exerzieren, ihre Stiefel zu putzen, Tarnfarben und Taktik zu verwenden und nicht wie irre auf den Feind loszugehen. Und das wird als unorkisch angesehen. Und das finden die gerade geil. Und das hat's auf. Und wenn die dann Erwachsener werden, dann scheißen sie wieder drauf, machen sich bunt und hauen jemandem aufs Maul. Aber wenn Orks praktisch ein bisschen rebellieren wollen, dann werden sie taktischer und gefährlicher. Dann werden sie Umi. Denn alles, was unnötig kompliziert ist, nennen die Orks quasi menschlich. Und das ist geil. Ganz ehrlich. Das ist vor allem für uns, die wir hier im schönen Deutschland leben, was so Bürokratie angeht, etc., absolut geil. Also, ohne Scheiß. Ich finde das so großartig. Weil es im Grunde genommen unserer Gesellschaft einfach den Spiegel vorhält. Und das ist einfach schön. Ja, aber, wie gesagt, diese War-Energie, je nachdem, also, wenn da eine gewisse Menge angesammelt wurde, dann schaltet das eine weitere Klasse frei. Und das sind die sogenannten Weird Boys. Es gibt ja Odd Boys, die würde ich dir jetzt überlassen im Großen und Ganzen. Davon, also die Odd Boys sind im Grunde genommen nicht normale Orks. Erklär ich gleich. Ja, also. Weil ich erkläre gleich, was die Odd Boys sind. Ja. Und eine Fraktion der Odd Boys quasi sind die Weird Boys. Und die Weird Boys sind im Grunde genommen die Psioniker der Orks. Und ja, die nutzen halt diese Wah-Energie. Also die nutzen nicht den Warp, sondern die nutzen die Wah-Energie der. Sie nutzen nicht den Warp, sie nutzen den Warp. Ja, genau. Ja. Und diese Wah-Energie hat noch so ein paar andere Sachen zur Folge. Zum Beispiel, wir wissen ja, wenn viele Menschen daran glauben, dass es den Gott-Imperator gibt, dann entsteht er irgendwann im Warp. Recht langsam. Bei den Orks ist das ähnlich, aber es geht halt einfach schneller. Wenn viele Orks der Meinung sind, dass gelbe Sprengkörper krasser explodieren, dann ist das so. Oder wenn sie der Meinung sind, dass ein Fahrzeug halt fährt, nur weil es also schneller fährt, nur weil man mehr Räder dran klatscht, dann fährt halt ein sechsrädriges Auto schneller als ein vierrädriges Auto. Das ist dann einfach so. Das Lustige ist, auch Ork-Waffen, die funktionieren, solange sie im Einzugsbereich dieses Wars sind. Wenn sie quasi vom Adeptus Mechanicus mitgenommen werden und zum Beispiel zum Mars gebracht werden, dann passiert nichts, wenn du abdrückst. Im besten Fall, im dümmsten Fall fliegt das ganze Ding dir um die Ohren und ist dann halt kaputt und tötet damit halt auch noch die Leute, die das ausprobieren wollten.
die bauen halt aus einem Stück Rohr, einer Pappkiste und was weiß ich, dem Gehäuse von einem Lautsprecher eine Knarre. Ja, genau. Also das ist halt, das ist quasi die Magie von denen. Hat aber auch, wirkt sich übrigens auch auf Menschen aus, wenn zum Beispiel ein Ork der Meinung ist, dass ein bestimmter Typ mit einem bionischen Auge und einer Klaue halt einfach nicht getötet werden kann von Fernkampfwaffen, dann ist das so. Dann treffen die nicht. Schaut für den Nachruf auf YouTube vorbei. Richtig. Kommissar Jarek. Also, dann. Der wird übrigens Bale-Eye von denen genannt, wegen seinem Auge. Übrigens, das Auge. Wenn die Orks der Meinung sind, dass du stirbst, wenn er dich mit diesem Auge anguckt, dann ist das so. Dann guckt Jarek einen Ork an, starrt den an, der guckt ihm ins Auge und fällt tot um. Könnte auch an dem Pluslaser liegen, der in diesem Auge verbaut ist. Eventuell. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, das funktioniert halt nicht nur in die eine Richtung, sondern halt auch in die andere. Und es ist halt einfach geil. Weil wenn dann die, welche Farbe war das? Rot? Alles, was rot ist, fährt schneller, ne? Komme ich noch zu, aber ja, stimmt. Ja. Jetzt stell dir halt vor, Red du hast... goes faster. Ja, genau. Jetzt stell dir halt vor, du hast Blood Angels. Und die wundern sich plötzlich, warum ihr Rhino plötzlich so schnell fährt, wenn sie gegen Orks kämpfen. Ja, das kann passieren. Also, die ganze Scheiße halt passieren. Das passiert halt nicht nur für deine Einheiten, sondern halt auch für die gegnerischen Einheiten. Wenn halt also lässt zu sich dummer eigentlich zusammenfassen Weise der, in einem Satz. Der Sprengkopf deines Whirlwind Raketenwerfers gelb ist, dann explodiert er halt gegen Orks mit ein bisschen mehr Wumms als gegen Tyranniden. Und das ist schön. Also wenn die Ork-Horde groß genug ist halt. Richtig, ja, genau. Wenn es halt nur drei Orks ist, aber man kann es halt zusammenfassen. Hast du jemals einen lila Ork gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nee? Ja, eben. Also wer es jetzt verstanden hat, der hat Orks verstanden. Ja, genau. Genau. Ja, ansonsten diese War-Energie kann sich so weit aufbauen, dass sie andere Orks halt anzieht. Also je größer dieser War ist, desto mehr Orks zieht er halt auch von außerhalb an. Was halt dazu führen kann, du besiegst den kleinen War auf deinem Planeten, aber die Energie war schon so groß, dass schon drei weitere Ork-Flotten auf dem Weg zu dir sind und du im Grunde genommen dein Ende nur um ein paar Monate hinausgezögert hast. Jo, im Grunde genommen kann ich euch über War und den ganzen Scheiß noch eine ganze Menge mehr erzählen, aber es ist im Grunde genommen immer das Gleiche. War ist geil aufgrund von dem und die Orks spielen RPG und ich liebe sie deswegen. Also ich ganz ehrlich, ich fand ja Orks vorher schon geil, aber in Vorbereitung auf diese Folge, ja, also ich werde ein Ork-Fanboy, ich werde mir hier noch eine Ork-Armee hinstellen müssen, weil Alter, die sind einfach großartig. Es sagt halt nichts anderes darüber aus, wenn die diese acht Kreuzzüge des Korn, wenn die einzige Fraktion, die einen Kreuzzug davon aufgehalten hat, Orks waren. Ja, und es gibt halt einfach fucking Orks, die auf einem Planeten des Korn sind und von dem immer wieder wiederbelebt werden und daran einfach fucking Spaß haben. Ja, Taska Demon Killer. Ja, genau, Taska Demon Killer, so hieß der Typ. Und die das und Korn halt findet das halt geil. Deswegen belebt er die immer wieder. Es gibt auch Orks, die sich tatsächlich Korn zugewandt haben. Nicht viele, aber ein paar. Die tauschen einfach The Big Green One gegen The Big Red One ein. Ja, gut. Aber es ist für die eigentlich kein großer Unterschied. War trotzdem geil. Nee. Nun gut, dann wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt mal zu den Oddboys kommen und ihr Level-System mal ein bisschen besser erklären. Ja, mach das. Ich hab's ja extra für dich ein bisschen also generell gelassen. Wir haben ja gesagt, die Orks spielen RPG. Also vorneweg, ursprünglich hatte ich vor, euch ein paar Truppentypen vorzustellen. Wenn ich sage, das sprengt den Rahmen, dann wisst ihr, dass das was bedeutet. Also, man kann Oddboys in einem Satz zusammenfassen, das habe ich auch getan. Orks wären ohne Oddboys am Arsch. Die besitzen einfach angeborenes Wissen für bestimmte Fachgebiete wie Medizin und Technik. Das Wissen wird wohl genetisch weitergegeben. Das klingt erstmal krass. Ist es auch, Medizin, aber es funktioniert in Anführungszeichen.
Genau, ich mach so Anführungsstriche gerade. Es ist halt krass, aber es ist halt auch irgendwie so, es funktioniert nur für Orks. Und ihr werdet jetzt gleich lernen, warum. Also, kommen wir zur ersten und in meinen Augen schon irgendwie so neben den Weird Boys so die wichtigste Rasse, nämlich die Dorks, auch Pain Boys genannt. Das sind Ärzte. Klar, erstmal richtig, aber Orks gehen richtig ungern zu einem Dork, da so ein Dork oft am Patienten rumschraubt, wie er Lust hat. Die schneiden gern mal was ab oder bauen was ab, wie sie es manchmal auch nennen, was der Ork gar nicht wollte. Kleines Beispiel. Du wurdest verwundet als Ork, dein rechter Arm ist jetzt nur noch ein Stümpfchen, du läufst halt hin zum Ork und zum Painboy, wachst halt auf und hast ein Raketenbein. Was Cooles, aber irgendwie auch nicht, ne? Oder keine Ahnung, man sägt dir halt, wie gesagt, die Beine ab und dann findet der Ork so, ja, jetzt schrauben wir dir einfach vier weitere Beine ran. Geht auch. Das Ding ist halt, ein Painball, das funktioniert halt so auf dem Glaubensprinzip. Wenn der Painball stark genug der Überzeugung ist, dass es glaubt, auf Grundlage seines medizinischen Wissens, in Anführungsstrichen, dann funktioniert es. Wenn ein Painball richtig krass ist, nennt man ihn sogar Painboss. Die haben dann so Cyber-Ork oder Cyborg-Bodyguards. Das sind so Orks. Ja, die heißen wirklich so. Die sind halt halb Maschine, halb Ork und halb gefährlich. Ich glaube, halb gefährlich. Ja, die sind halb gefährlich wie ein normaler Ork und doppelt so gefährlich wie ein Cyborg. Also 150% Tötung. Ja, okay. Ja. Ja, also die bauen halt manche Körperteile falsch an oder geben dir zu viele. Aber Orks, die können das ab. Das passt schon, ne? Also das Ding ist so, der Ork, der halt wegen dem kaputten Arm zum Painboy geht und dann mit dem Raketenbein aufwacht, der hat meistens in dem Moment, wo er das coole Raketenbein sieht, vielleicht schon wieder vergessen, warum er eigentlich da war. Dann gibt es noch die Herders. Die Herders sind so eine, ja, Farmer, die sich ums Quicks kümmern. Das sind so eine, stellt euch eine riesige beißende Kugel mit zwei Beinen vor. Das sind Squeaks auch. Ja, auch. Sie gibt es aber nur bei wilden Orks, zu denen komme ich aber auch gleich noch. Da, wenn es Fahrzeuge gibt, die Squeaks eigentlich nur noch so eine Essensfraktion werden. Also als Mahlzeit. Dann gibt es die Mad Boys. Und die finde ich richtig, richtig geil. Mad Boys haben einen Knall, einen Splitter am Hirn, was weiß ich. Die Typen sind irre. Also die sind wirklich, die sind, ich meine jetzt wirklich so nicht so Ork-irre, die haben einfach einen Knall. Die tragen halt ausgefallene Gewänder, rostige Eimer, ausgestopfte Squeaks. Die Typen, also wenn ich sage, die tragen alles in die Schlacht, kann das alles sein oder nichts? Und sie gelten auch so in der Horde als Glücksbringer, so einer davon. Aber sie sind halt absolut fucking unvorhersehbar. Und was meine ich damit? Wir schleichen uns als Horde an irgend so eine scheiß Space Marines ran. Jo, und die vier Mad Boys kommen mitten in der Nacht 20 Meter vor Geschützstellungen der Space Marines auf die Idee, lass mal einen Schreiwettbewerb machen. Du kannst sehen, die können auch super ausgerüstet sein mit super Waffen und die rennen auf den Feind zu, schmeißen die weg und bewerfen den Gegner mit Stinkbomben oder Kacke. Das kann auch sein. Sie können sich auch anzünden und sich auf den Gegner springen. Sie können halt extrem gefährlich sein für alle Seiten, weil du kannst sie nicht vorhersehen. Also Mad Boys dabei zu haben, die Orks machen es so aus Glückssache manchmal, aber viele Mad Boys sind ein Riesenproblem für alle Seiten, weil du kannst nicht vorhersagen, was ein Mad Boy tun wird. Null. Es kann sein, dass die Dinger einen Titan schrotten. Weil sie irgendwie alle auf die Idee kommen, mit 500.000, was weiß ich, gibt es jetzt 500 von denen, dass die sich mega viel Sprengstoff umschnallen und sich mit einem riesigen Katapult auf diesen Titan schießen. Kann sein. Oder was weiß ich, die graben ein riesiges Loch, wo der Titan reinfällt und dann springen sie rein und bauen den ab mit Spitzhacken. Was weiß ich, aber es ist möglich. Mad Boys können sowas, aber Mad Boys können auch, wie gesagt, den Gegner einfach nur anpissen und dann draufgehen. Anpissen und das nennt das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist alles möglich, ich meine wirklich alles. Ja. Dann kommen wir zu den MacBoys. Die MacBoys sind Mechaniker. Also die bauen alles von Bikes hin bis zum Stampfer. Also ein Stampfer ist ein riesiger Ork. Die Mac, also das kann von Knight bis Zitanengröße hochgehen. Man nennt die größten die Big Macs und die führen auch manchmal Gruppen dann von MacBoys an, die halt alles basteln. Das Interessante ist an diesen MacBoys, die scheinen auch irgendwie so War-Energie zu nutzen, denn die erzeugen eine Art Feld, das so ihre Crew, also die Big Macs erzeugen das, und ihre Kreationen schützt. Also wenn ein Big Mac an einem Panzer mit rumbastelt, oder sagen wir, nee, machen wir es mal größer, an einem Stampfer, so einem riesen Ork Knight, dann
funktioniert der auch besser, wenn der Big Mac da am Rumschrauben ist mit seiner Crew. Und dann gelingt der Crew auch viel mehr. Wenn jetzt aber der Big Mac weggeht und nur zwei Macboys rumschrauben, dann ist das nicht so. Also die sind hochgradig reaktiv, sag ich mal, ne? Jetzt kommen wir zu was ich saugeil finde. Und das sind die Wild Boys oder Wild Boys. Kennst du die? Nee, ich kenne nur Weird Boys. Ne? Also, die Wild Boys sind ein bisschen was Besonderes bei den Orks. Also Orks bleiben ja oft bei ihrem Stamm und interessieren sich für nichts weiter als Krieg, Eroberung, aufs Maul und was zu essen. Also quasi Ronins oder was? So ähnlich. Die haben einen Drang nach Erkundung. Oh. Die wollen einfach rausgehen und erkunden. Und die gehen an die lebensfeindlichsten Orte. Und wenn sich dann da viele Wild Boys sammeln, dann entsteht so eine Art Ur-Ork-Stamm. Also, es gibt in Total War 2 sogar Wild Boys, man sagt die wilden Jungs vom Lande, ne? Die halt da von so einem Schaman geführt werden. Und es ist jetzt manchmal so, dass dann einfach einzelne von diesen Wild Boys einfach zurückgeht zu ihrer Horde und dann nehmen sie dann wieder Knarre und Chopper an der Hand und alles ist wieder wie normal. Aber es kann auch sein, dass die Wild Boys zusammen zurückgehen und aber feststellen zum Beispiel, dass die Orks, wo sie ursprünglich herkamen, ausgelöscht wurden. Vielleicht vom Imperium, von den Tau, keine Ahnung. Oder von einem anderen Clan. Auch möglich. Auf jeden Fall keine mehr da. Was passiert dann? Die Orks werden vollkommen zu Wildorks. Und ihre Gesellschaft besteht erstmal tatsächlich aus Jagen und Erkunden, statt aus Krieg und Erobern. Also Wildorks ist so das, was in den Wäldern zum Beispiel rumlebt, auf so imperialen Welten, wo man mal eine Ork-Plage hatte. Die fangen dann an, riesige Squigs zu züchten, was ich extrem witzig finde. Diese elefantengroßen die Dinger? Genau, und die sind größer als ein Baneblade. Oh ja. Ja, und irgendwann, wie du es beschreibst, werden die halt immer mehr und dann werden sie wieder eine vollständige Ork-Gesellschaft mit Macboys, Madboys und allem drumherum und auch Dogs. Und die bringen dann wiederum Wild Boys hervor. Das heißt, die Jungs sind so ein bisschen die Vorreiter jeder Ork-Gesellschaft. Also so ein bisschen kleine Christoph Kolumbus auf Steroide und mit ein bisschen weniger Hirn. In dieser Gesellschaft gibt's auch was, die man woanders nicht findet. Das sind nämlich Pickdogs. Und die sind eine Kombi aus Dog und Mac. Die sind jetzt nicht so geil wie beide. Die können so alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Was machen die jetzt? Die gibt's, wie gesagt, nur bei den Wild Boys. Aber sie bauen halt Drogen und Bewaffnung für diese Bestien. Also sie basteln an, wenn ihr Total War, wenn ihr Dawn of War 1 mal gespielt habt, da gibt's so diese riesigen Squig-Bestien. Ja, die ganzen komischen Sachen, die an denen rumhängen und diese Festung auf dem Rücken, das packen die Pickdogs halt. Ja, dann gibt's noch die Runherds oder Runherds, ich kann es nicht aussprechen so richtig. Die führen Mobs von Gretchen besser gesagt. Auch nicht mehr sprechen hier, ey. Und treiben die halt mit Peitschen oder Grabbersticks in den Kampf und haben meistens auch ein paar Squeak-Hunde dabei oder Sklaven von jeder anderen Rasse, außer Necrons. Also basically ist es so ein bisschen wie so ein Summoner in einem MMO. Das heißt, der Typ ist halt vielleicht ein Mob auf Level 30 und führt dann so einen Mob von Level 1 Schergen so gegen den Feind. Dann gibt es noch zwei weitere Rassen, nämlich die Speedfreaks. Und die sind halt süchtig nach Geschwindigkeit. Also wirklich. Ich meine, die packen sich an eine Rakete, wenn es sein soll. Die schließen sich zu so Scharen zusammen, die halt Buggies, Bikes und Trucks haben und damit cruisen die halt über den Planeten. Und die Orks nennen das Ding den Cult of Speed. Nutzen auch Flugmaschinen, also alles, was schnell ist, Raumschiffe, keine Ahnung, alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Und das liegt daran, dass die vor allen anderen ins Gefecht wollen. Es kann sogar so weit gehen, dass die sich alle in eine Rakete packen und sich auf den Feind schießen. So nach dem Motto, wenn nur 5 von uns 80 überleben, sind wir die Ersten. Und ja, Max, ihre Fahrzeuge sind natürlich rot, denn rot macht schneller. Und sie haben viele Macs. Es kann sogar sein, dass so eine Speedfreak-Bande von einem Big Mac statt von einem Warboss geführt wird. Also einfach noch jemand, der ein bisschen affiner mit Technik ist. Ich verstehe jedes Mal Big Mac und muss an McDonald's denken. Ey, wir kriegen einen neuen McDonald's in der Stadt, nachdem wir zwei zugemacht haben. Und der ist auch noch in der Nähe meiner Heimat, meines Wohnsitzes. Also, ja. Der Heimat. Ja, Heimat, an der Heimatfront ist alles gut. Wo auch alles gut ist, ist bei den Weird Boys, beziehungsweise nicht, die hast du ja schon mal ein bisschen angeschnitten, diese Psioniker, die nicht die Macht des Warps, sondern des Warg nutzen. Du hast ja nicht erwähnt, wie die draufgehen, ne? Nein, das habe ich absichtlich freigelassen. Also,
Wenn ein Weird Boy zu viel Kraft vom War aufsaugt, explodiert sein Kopf. Und das führt zu einer Kettenreaktion bei allen anderen Weird Boys, die zu nah an ihm dran sind, und dann explodieren auch ihre Köpfe. Das ist kein Witz. Im Krieg der Bestie schaffen die es, die Orks teilweise zu besiegen, indem die einen Weird Boy, der sich halt die ganze Zeit mit Energie zusaugt, mit einer Nullmate ausspielen, und am Ende tötet sich die Nullmate und dann explodiert dieser Weird Boy und damit alle anderen Weird Boys um ihn herum. Das führt lustigerweise dazu, dass die Weird Boys jetzt nicht wirklich so kämpfen wollen und auch nicht so wirklich zusammen sind auf dem Schlachtfeld. Aber so ganz ehrlich, die Möglichkeit, Leute mit Feuer zu verbrennen, in ihren Rüstungen zu kochen, sie zu schmelzen oder in die Luft zu jagen, nur mit einer Handgeste, ist halt auch verdammt praktisch. Das heißt, die Bosse überzeugen sie meistens mit lieben Zureden und dem einen oder anderen Tritt, sich mal in den Kampf zu bewegen. Sie gibt noch andere Oddboy-Arten, die Sumboys zum Beispiel, das sind so die Bankiers, könnte man sagen, die kümmern sich um die Ork-Szene. Die Yellards, also Schreier, so gesehen könnte man sie nennen, das sind Ork-Priester von Gorg und Morg. Ne? Dann gibt es noch die Brewboys, also die Köche, und die machen eigentlich alle wichtigen unterstützenden Rollen in der sogenannten Ork-Kultur, die nicht von den Gretchen erledigt werden. Also Supporter. Genau, außer auf dem Schlachtfeld. Genau. Und sonst kommt hier noch ein kleiner Teil so allgemein zu Orks oder zur Religion, aber wenn du noch was hast, überlasse ich das dir gerne nochmal. Tatsächlich zur Religion habe ich gerade nichts. Ich weiß natürlich, dass sie zwei Götter haben und dass der einzige Grund, warum diese zwei Götter noch nicht die anderen Chaosgötter umgebracht haben, ist, weil die damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu vermöbeln. Aber ja, ich bin gespannt, was du mir noch erzählen kannst. Also, ich habe erstmal ein Zitat von Ufern dem Perversen. Das ist ein Eldari-Philosoph. Die Orks sind der Gipfel der Schöpfung. Für sie ist der große Kampf gewonnen. Sie haben eine Gesellschaft entwickelt, die weder Stress noch Angst kennt. Wer sind wir, um sie zu beurteilen? Wir Eldari, die versagt haben, oder die Menschen auf der Straße zum Ruin? Und warum? Weil wir die Antwort auf die Fragen gesucht haben, die sich ein Ork nicht einmal die Mühe machen würde zu stellen. Wir sehen eine Kultur, die stark ist, und verachten sie als grob. Tja, das fasst Orks ganz gut zusammen, denn das Ding ist, Orks haben halt 40k durchgespielt. Ja. Die sind praktisch untötbar, die finden das richtig dolle, dolle geil. Die Orks sind happy. Also, das ist halt so das Ding. Es gibt nur zwei Rassen oder Fraktionen, die wirklich happy in 40k sind, und das sind Orks und Nurgle-Anhänger. Das muss man einfach mal so sagen. Stimmt. Orks leben halt ein kurzes, brutales Leben. Sie leben für Konflikt und Streit. Das ist ja auch so das Ding. Also, wie wir sie jetzt beschreiben hätten, müsste man sich jetzt die Frage stellen, warum haben Orks die Galaxis noch nicht übernommen? Erstens, würden sie, wenn sie sich einigen würden? Also, wäre halt die Frage, weil, also nicht mal die Necrons wäre so ein Ding, weil die würden sich ja auch weiterentwickeln, wieder auf Krog-Niveau irgendwann. Orks haben halt nur eine Philosophie. Stärke macht Recht, beziehungsweise Stärke gibt Recht. Sie glauben, dass die Schwachen unter der Herrschaft der Starken leiden müssen. Und in unzähligen Jahrtausenden, in denen die Grünen heute Krieg geführt haben, hat kein einziger Ork jemals daran gezweifelt. Also an dieser Philosophie. Es gab im Krieg der Bestie Ork-Diplomaten, da will ich aber am Ende nochmal drüber reden. Ich wollte sie ansprechen gerade, aber wenn du drüber reden willst, ist gut. Diese richtig krasse, also dieses Selbstvertrauen ist vielleicht die gefährlichste Eigenschaft der Orks, denn sie werden niemals aufgeben, bis sie die ganze Galaxis in den ewigen Krieg gestürzt haben. Und die Orks beherrschen halt ihre eigene Zivilisation halt auch mit eiserner Faust. Da gibt's keine Revolution oder so einen Scheiß. Sie sind halt ziemlich hässlich, sie sind gewalttätige Kreaturen und sie sind, ja, sie sind halt einfach die absolute Dominanz in ihrer Spezies. Also, dass sich da auch mal so auf evolutionstechnischer Ebene was ändert, ist einfach in ihrem Plan nicht vorgesehen. Und sie sehen sich ja auch selber als die härteste Rasse der Galaxis an. Und sie glauben, sie sind bei Weitem mächtiger als Menschen, Eldari oder Tau. Also sie respektieren zum Beispiel so einen Primarchen und so den Imperator schon. Der hat schon was drauf, der Typ. Aber sie würden ihm trotzdem gerne aufs Maul hauen. Ja. Und um den Standpunkt halt zu beweisen, sind die Orks auch echt vollkommen bereit, alles zu bekämpfen und zu töten, was ihnen in den Weg oder in den Warp kommt. Also nur mal so, ein Ork fliegt halt durch so eine, also durch den Warp, klar, mit ihren Raumschiffen, wenn man das so nennen kann. Und die haben so eine Art Gellerfelder, also so Totems, wo sie glauben, von Gorg und Morg, das schützt sie. Weil sie glauben, funktioniert das. Aber es gibt auch Orks, die stellen die gar nicht auf. Weil wenn wir jetzt eine relativ lange Zeit unterwegs sind, dann macht es doch viel mehr Spaß, in bestimmten Bereichen des Schiffes sich aufs Maul zu hauen mit so Dämonen. Es gibt halt sogar
Orkschiffe, die einfach von Dämonen gemieden werden. Also, die größte Stärke der Orks ist einfach ihre Einfachheit. Also, besser gesagt, eine der größten Stärken, mit der sie an ihre eigene Existenz herangehen. Für einen Ork ist das Universum einfach ein unglaublich unkomplizierter Ort, frei von Angst, Sorgen. Die meisten anderen Rassen haben das zwar, aber die Orks nicht. Die Orks versuchen nicht, ihr eigenes Schicksal zu beeinflussen. Und sie sind auch nicht frustriert, wenn Pläne nicht etwas funktionieren oder so. Sie suchen nicht nach Schuldigen, außer vielleicht nach dem nächsten Gretchen, wenn man den mal treten muss. Und sie denken auch nicht über die Schwächen ihrer eigenen Moral nach oder ihres Vorangehens. Die sind einfach happy. Sie versuchen es auch einfach, also wenn sie scheitern auf einem bestimmten Weg, da versuchen sie es nicht auf einem anderen. Also wenn ein Ork eine Festungsmauer angreift, einen Frontalangriff, und das klappt nicht, ist es jetzt nicht so, dass sie ihre Strategie ändern. Sie machen es halt nochmal so, weil sie meistens, ehrlich gesagt, einfach vergessen haben, wie sie es das letzte Mal gemacht haben. Wie eine Eintagsfliege, die gegen eine Scheibe fliegt. Ja, so machen die Orks halt bemerkenswerte Fortschritte durch den Versuch. Also, weil sie scheißen halt auf Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung. So, die gehen, also, wenn man einen großen Hammer hat, ist jedes Problem irgendwie ein Nagel. Ja, also andere intelligente Rassen tappen halt wirklich im Dunkeln, nutzen hochfliegende Philosophie, also die Elder, und tappen trotzdem immer wieder in die gleichen Fallen, also werden einfach Opfer ihrer eigenen Hybris. Jetzt die Menschen, die Primarchen, die Eldari, sie sind halt einfach dazu verdammt zu stagnieren oder zu verfallen. Es sei denn, sie werden zuerst von Orks erobert, das kann natürlich nämlich auch passieren. Solange der durchschnittliche Ork jemanden zum Kämpfen hat, der größer ist als er, solange der durchschnittliche Ork jemanden zum Kämpfen hat und jemanden, der größer und grüner ist als er, der ihm auch noch sagt, gegen wen, wann und wie, ist er zufrieden. Also da geht's ihm gut. Orks neigen einfach nicht dazu zu hungern, da sie praktisch alles essen können, sogar Grotznottlinge oder andere kleine untere Arten. Also das ist ein Gretchen, der kann halt auch mal als Snack dienen, sag ich mal. Oh. Und somit haben Grünhäute auch wirklich nicht eine Vorstellung von Kannibalismus oder die da mit verbundene moralische Empörung. Ich meine, wir essen aus zwei Gründen andere Menschen nicht. Erstens, Moral oder Ethik besser gesagt. Zweitens, schmeckt nicht, verträgt unser Körper nicht. Beides trifft auf Orks nicht zu. Die haben weder Moral noch Ethik und die können halt alles essen. Sie sind halt die absoluten Nutznießer von ich lebe auf die Kosten anderer und das passt schon. Das passt schon und vor allem. Zeitgleich sind Krieg und Töten das Einzige, was sie so wirklich motiviert, weil sonst, also Reichtum, Luxus, das juckt sie nicht so wirklich. Das Einzige, was sie wirklich juckt, ist Dakar. Also Dakar ist halt, beschreibt eigentlich alles von der kleinsten Knarre bis zur größten Explosion, das ist alles Dakar. Alles, was laut ist und knallt. Die Orks haben so einen Wunsch, immer größere und lautere Waffen und Fahrzeuge zu besitzen. Also Amerika in Reinform irgendwie, ne? Also alles muss immer größer werden. Und die Orks werden alle Anstrengungen unternehmen, um einen lauteren Shooter, also so eine Knarre oder einen schnelleren Buggy zu bekommen als der andere Ork. Er wird bis zu dem Moment so krass von seiner Anschaffung besessen sein, wie irgend möglich, bis sein Blick zu einem größeren fällt. Also wenn du den fettesten, größten Buggy hast und dann siehst du einen Stampfer, dann willst du einen Stampfer. Klar. Ganz einfach. Jo. Noch was anzumerken, sonst hau ich gleich weiter zur Religion. Nein. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch zum letzten Punkt, Religiönchen, und dann quatschen wir noch ein bisschen Religion. Was, weil du hattest ja noch eine Aufgabe, ne, falls du die Schellen hast. Ja, guck mal bei Discord in den Chat rein. Ich habe diese Sache ja eigentlich schon mehrfach angedeutet oder halt gesagt, aber ja. Bin gespannt. Also, diese ganzen Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe bei Orks, die spiegeln sich auch im Warp wieder. Diese beiden Kriegsgötter, Gorg und Morg, sind sehr unterschiedlich. Gorg ist brutal, aber hinterlistig, und Morg ist halt hinterlistig, aber brutal. Starker Unterschied. Also, Gorg grinst, bleckt seine langen Zähne, landet mit seiner Spitzenkeule von der Größe eines Kometen einen mächtigen Schlag auf den Kopf seines Gegners. Und Morg ist eher so der Hinterhältige, der wartet, bis sein Gegner nicht hinsieht, und dann haut er ihm in die Eier mit einem Tiefschlag und verprügelt ihn dann. Diese freudige Kampflust von diesen Ork-Göttern halt auch im materiellen Universum wieder und wird angeblich deutlich im Gebrüll der Grünhäute selbst. Und die Orks haben durch die Weird Boys so eine Art Prophezeiung von so einer Art Ragnarök, die sich um der Stunde des Wolfes, der Space Wolves, so decken würde, nämlich, dass irgendwann Gorg und Morg all ihre Kinder zur letzten mächtigen Schlacht rufen, denn der große War, der ewige Krieg steht ihnen bevor.
diese Priesterschaft dieser Götter, auch wenn es sie irgendwie schon gibt in diesen Schrei-Orks, sag ich mal, also dieser Schreier, hat nicht so wirklich eine Vertretung. Also es gibt keinen Papst oder so. Es gibt nur ihren größten Anhänger. Das ist Gaskul Mag Uruk Thraka, der behauptet, Visionen von Gorg oder Morg oder auch beiden zu bekommen. Und diese Yelers, also diese Orkpriester, die ich beschrieben habe, die gibt es in der Lore, definitiv, aber sie gibt es nicht als Modell. Und früher in 40k, so zweite Edition, gab es auch einen dritten Gott. Borg hieß der wurde aber dann einfach gestrichen. Oder halt und, wahlweise umgebracht von Gorg und Morg. Genau. Und dann wieder vergessen, dass es überhaupt den dritten gab. Mhm. Also Orks neigen im Allgemeinen einfach dazu, zwischen Gorg und Morg zu unterscheiden, da der eine, wie gesagt, die eine Eigenschaften hat, der andere aber die anderen. Also gemein und gerissen und der andere halt wieder brutal und hinterlistig und so, aber es gibt eine religiöse Spaltung, liegt halt in den Orks selbst, also die können halt manchmal nicht ganz definieren, wen sie jetzt eigentlich meinen und das verhindert halt zum Glück die Vereinigung der Orks, die sind sich halt nicht einig, wer der krassere von den beiden ist und es ist aber trotz allem nicht so ganz klar, was der Unterschied für die Orks selbst bedeutet, solange die Anbetung ihnen irgendwie erlaubt, irgendwas zu verprügeln. Vielleicht ist Gorg und Morg einfach nur ein Gott mit zwei Gestalten. Ich glaube, die wissen es halt selber nicht mal wirklich, was der Unterschied ist. Die streiten sich ja teilweise auch drüber, wer jetzt welche Eigenschaft hat, ne? Ja, genau. Also deswegen, die wissen es selber nicht. Ich denke, es ist am Ende einfach diese, wie sage ich jetzt, dieser Widerspruch in der Ork-Psychologie, ein Widerstreit. Ne? Weil, also der Punkt ist halt, ob du jemanden einen in die Fresse haust oder ob du ihn mit einem Tiefschlag vermöbelst. Hin ist er danach so oder so. Gut. Nun, Max, bevor wir zur letzten Fragerunde kommen, die mich mit diesen Ork-Diplomaten beschäftigt, nenn mir die Sache an Orks oder ein Umstand, irgendwas, was du am geilsten findest. Oder eine kleine Geschichte, wie du möchtest. Was ich am geilsten finde, ist einfach dieses Level-System. Weil es ist einzigartig in der 40k-Welt und es ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, wie du mit jeder Scheiße klarkommst, die dir diese Galaxis entgegenwerfen kann. Weil, wenn du irgendeinen Gegner hast, den du nicht besiegen kannst, dann haut er dir auf die Fresse, dann wirst du einfach größer und kommst zurück und legst ihn um. Das ist so simpel. Es ist im Grunde genommen Dragon Ball. Ich find's halt total geil. Es ist halt einfach immer noch Senkai-Boost. Du musst die Kacke einfach nur überleben. Ja, im Grunde genommen, ja, nicht mal das. Wenn du selber nicht überlebst, sondern einfach nur deine Sporen oder irgendwie dein Kumpel, das reicht ja schon. Also ganz ehrlich, meinst Individualismus du? Ist halt bei den Orks relativ klein. Also zumindest. Na, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ja, das ist halt so ein Widerspruch. Richtig, ne? Also auf der einen Seite hast du absolut null Individuen, auf der anderen Seite hast du aber übelst viele. Das ist das eine, was ich halt an den cool finde. Aber wie gesagt, das Größte, was ich richtig, richtig geil finde, ist dieses Level-System im Grunde genommen. Weißt du, weil so, wenn du so und so viele von denen hast, dann gibt's plötzlich die ersten Oddboys, dann ist das so irgendwelche Mechs, die anfangen, Dinge zusammenzuschrauben und dann hast du, dann plötzlich fällt dem Mech ein, yo, ich könnte doch an diesen Panzer noch Beine dran bauen und hier noch eine Kanone und was weiß ich. Das ist total geil. Ich finde das absolut super. Wenn zu euch mal jemand sagt, du kannst dich nur den ganzen Tag dich besaufen, dich prügeln und Party machen. Dann deutet auf die Orks und sagt doch, es geht. Ja. Man kann damit sogar also ein komplettes Ökosystem daraus aufbauen. Offensichtlich. Das Ding ist halt, wenn Orks auf Necrons treffen würden, was ja so tatsächlich noch nirgendwo wirklich bekannt ist, in dem Sinne, dass es lore-relevant wäre. Ja. Also ich klammer Videogames mal aus. Glaubst du, wenn die lange genug durchhalten würden und sich. Meinst du, die würden wieder auf Korkniveau kommen? Die wurden ja dafür gemacht. Also ich denke schon, ja. Aber ich glaube, ihr Startlevel war einfach deutlich höher. Ja, ich glaube, also es sei denn, Necrons löschen wirklich alles auf diesem Planeten, was mit denen Kontakt hatte, aus. Dann vielleicht nicht. Aber so ein Ork-Imperium? Ich denke, wenn sich so ein Ork-Imperium mit
mit einer einzelnen, nicht ganz so starken Necron-Dynastie vielleicht anlegt, kommen die bestimmt wieder auf das Niveau. Ja, oder so 3-4 Gruftwelten, sag ich mal. Ja, oder irgendwas in der Richtung. Das reicht ja schon, wenn so ein Haufen Orks auf so einem Gruftplaneten landen. Wo man ja sagen muss, dass die dagegen ja extra die Skarabäen entwickelt haben, die einfach alles Leben säubern. Ja. Gruftwelten sind abgefahren. Das stimmt. Das ist richtig krass. Aber wenn wir gerade bei Korks sind, dann lass uns die Diplomatensache doch jetzt mal besprechen. Also, was meine ich damit, Leute? Im Krieg der Bestie gab es Ork-Diplomaten, die in der Lage waren, Hochgotisch zu sprechen. Ja. Also High Gothic. Und ich habe das mal gelesen in, glaube ich, einem Meme oder einem Reddit-Beitrag. Ich weiß es nicht mehr, aber die Theorie war auf jeden Fall folgende. Ist es möglich, dass Orks, wenn sie hoch genug sich entwickeln, ne, also wirklich hoch genug, sagen wir mal Krog-Level, und dann auf, also die Krogs wurden ja entwickelt, um das absolute Böse der Galaxis, die Necrons, zu besiegen. Wenn das aber nicht verfügbar ist oder besiegt ist, dass sie dann zu einer friedlichen Rasse werden, die friedliche Lösungen mit anderen Rassen suchen? Kann ich dir beantworten, tatsächlich meiner Meinung nach auch relativ sicher. Und zwar, solange die auf diesem Level sind, die müssen da erstmal hinkommen, also wahrscheinlich werden wir erst an diesem Punkt, nachdem die Necrons besiegt sind. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn sie auf die Necrons treffen und sich entsprechend so weit entwickeln, dass sie mit den anderen Rassen Abkommen eingehen könnten. Das kann ich mir vorstellen, also dass die zusammen gegen die Necrons kämpfen. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber sobald die Necrons besiegt sind, ja, solange die noch auf diesem Level sind, gibt es bestimmt ein Friedensabkommen. Das kann ich mir vorstellen, dass die dazu intelligent genug sind. Das Problem jedoch ist, wir haben ja gesagt, wenn die nichts Entsprechendes haben, also keinen entsprechenden Gegner haben, mit dem sie sich prügeln können, dass sie dann wieder sich zurückentwickeln. Und wenn sie sich so weit zurückentwickeln, dass sie nicht mehr intelligent genug dafür sind, dann gibt's wieder aufs Maul. Oh, eine Sache fällt mir jetzt so ein, also ist ja eine Theorie, aber dass ich es theoretisch echt sad finde, wenn die Orks nach dem Krieg im Himmel wirklich auf diesem Level waren und sich ihrer selbst auch bewusst und all dem, weißt du, und sich dann vielleicht bewusst wurden, dass sie anfangen zu degenerieren und dass sie das nicht verhindern können. Das wäre das vielleicht. Krass. Ja, und dass dann vielleicht so die oberste Kaste der Korks da saß und sagte, wir können unser Volk nicht retten. Also, das Ding ist, wir werden uns wieder erheben, wenn das Böse zurückkehrt, aber wir hoffen, dass es nie nötig sein wird. Aber so, wie wir jetzt sind, wir können uns nicht retten. Ja. Das ist. Vor allem, stell dir einfach mal vor, also, du hast so irgendwie so auch so Freundschaften auch so mit anderen Xenos oder sowas und du musst einfach ansehen, wie dein Ork-Kumpel, mit dem du übelst viel erlebt hast, Schlachten gewonnen hast, etc., wie der langsam einfach degeneriert. Ja, ich stelle mir es auch vor, dass sie vielleicht so Bibliotheken hatten und so einen Scheiß auf und dann, dass halt die Weisesten der Korks und so langsam degenerieren und so irgendwann ihre Text und mathematischen Formeln nicht mehr so ganz verstehen. Ja. Oh, was wäre, das ist dark, wenn Korks das vorausgesehen haben und vielleicht eine kleine Kork-Gruppe so ein paar von ihnen in Stasis gepackt hat und irgendwo versteckt hat? Das wäre natürlich nice. Die Frage ist halt, was ich mich halt in der Hinsicht frage, ob die Alten überhaupt das vorgesehen haben. Weil, man muss dazu sagen, die Krog wurden relativ spät entwickelt und meiner Meinung nach auch, die sind ja nur, wirklich nur für den Kampf gegen Necrons entwickelt worden. Die können nicht. Ja, wirkt sehr gerusht halt. Ja, richtig. Ist die Frage, ob sowas überhaupt vorgesehen war. Weißt du? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, was meint ihr? Waren die Korks vielleicht irgendwann auf einem Level, kurz nach dem Krieg der Armen? Also in der Kork-Geschichte vielleicht nur ein paar Minuten, aber so, was weiß ich, so 60, 70 Jahre, wo sie dann selbst gesehen haben, wir werden jetzt degenerieren, wäre ein sehr sadder Ausgang für die. Oder es ist ganz, ganz anders. Aber jetzt noch mal ein guter Rausschmeißer. Meine Lieblingsgeschichte zu Orks ist einfach Gaskul Mark Uthraka und sein neues Modell. Weißt du nämlich, wie die Geschichte mit Ragnar Schwarzmähne lautet? Nee. Also, Ragnar Schwarzmähne hatte sich ja auch in den Kopf gesetzt, ich zieh los und hau Gaskul auf die Fresse. Und das wurde mir geweissagt, dass ich das schaffe. Und Gaskul Mark Uthraka wurde, also dass ich Gaskul töte, und Gaskul wurde geweissagt, dass er
diesen Kampf überlebt. Es ist beides passiert. Geil. Also Ragnar hat Gaskul den Kopf abgeschlagen. Wenn ihr jetzt das Modell mal nehmt, auf Games Workshop und so, und da mal ranzoomt an den Kopf, dann seht ihr da Nähte. Oh nein, warte, das muss ich machen. Es ist nicht das, was ihr jetzt glaubt. Also, ich weiß nicht mehr, wie der Mackies oder der Painboy, der Painboy, der ihn genommen hat, aber nach der Schlacht hat jemand den Kopf von Gaskul genommen und einem noch größeren Ork den Kopf abgehauen und ihn da draufgepackt. Und nur mal so eine Sache, das bedeutet zwei Sachen. Erstens, das hat funktioniert. Zweitens, es gab noch einen viel größeren Ork als Gaskul. Und damit würde ich jetzt einfach sagen, in dem Sinne, Hydra Dominatus. Hydra Dominatus.